In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Windows 11 ohne eine Internetverbindung und ohne ein Microsoft-Konto trotzdem installieren könnt. Microsoft wird immer strenger bei der Installation von Windows 11. Ganz klar zu sehen ist das daran, dass Microsoft sowohl eine Internetverbindung als auch ein Microsoft-Konto für die Installation voraussetzt. Ohne weiteres kommt man ohne beides hier nicht weiter. Glücklicherweise gibt es hier aber eine Lösung, wie man relativ einfach trotzdem ohne Konto und Internet Windows 11 installieren kann. Und das funktioniert so. Ich zeige euch das Ganze hier ab dem Start der Installation. Wie man ein Installationsmedium erstellen kann, verlinke ich euch rechts oben in der Videobeschreibung. Ein Hinweis noch: Damit das Ganze richtig funktioniert, solltet ihr spätestens beim Start der Installation sicherstellen, dass ihr nicht mit dem Internet verbunden seid. Also am besten das Netzwerkkabel abziehen. Nachdem wir auf Installieren geklickt haben, müssen wir uns bis an die Stelle durcharbeiten, an der die Installation bzw. der Rechner automatisch neu startet. Anschließend fragt uns Windows nach dem Tastaturlayout und danach geht es ohne Internet nicht mehr weiter. Hier drücken wir jetzt die Tasten Umschalttaste plus F10 und es öffnet sich eine Eingabeaufforderung, in der wir nun Folgendes eingeben. Direkt nach dem Absenden dieses Befehls startet der PC neu und wir landen direkt wieder in der Auswahl des Tastaturlayouts. Der Unterschied ist, diesmal geht es weiter. Da wir jetzt ein lokales Benutzerkonto erstellen, müssen wir hierzu noch einen Namen eingeben und noch drei Sicherheitsfragen erstellen. Dann noch die üblichen Datenschutzdinge und irgendwann landen wir auf dem Desktop. Und das war es auch schon. So einfach kann man Windows 11 ohne Internet mit einem lokalen Benutzerkonto installieren. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal.